Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Personalmanagement, um genauer zu sein mit den Aufgaben des Personalmanagements. Im Zusammenhang mit den Aufgaben des Personalmanagements können wir zuerst einmal 7 unterschiedliche, ja kann man schon fast sagen, Hauptaufgaben identifizieren. Und hierzu zählt in erster Linie mal die Personalbedarfsplanung. Was verstehen wir unter der Personalbedarfsplanung? Die Personalbedarfsplanung, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich intensiv damit, die Fragen zu beantworten, wie viel Personal brauche ich und an welchen Stellen benötige ich das jeweilige Personal. Und ergänzend hierzu beschäftigt man sich dann natürlich auch noch mit der Frage, wann benötige ich das jeweilige Personal an der jeweiligen Stelle. Eine weitere Aufgabe des Personalmanagements ist natürlich die Personalbeschaffung. Wenn ein Unternehmen im Rahmen der Personalbedarfsplanung identifiziert hat, dass eine Stelle beispielsweise aufgrund von einer Kündigung per 1. Dezember nachbesetzt werden muss, dann ist es die Aufgabe des Personalmanagements, richtig oder frühzeitig dafür zu sorgen, dass per 1.12. dieses Personal oder diese Stelle nachbesetzt werden kann. Und aus diesem Grund ist es eben, wie gesagt, die Aufgabe, Personal zu beschaffen. Und hierbei zählt natürlich in erster Linie mal eine Stellenanzeige zu schalten, Bewerbungsgespräche durchzuführen, Bewerbungen zu analysieren und so dann in weiterer Folge eben in die nächste Stufe übergehen zu können, nach erfolgter Auswahl des geeigneten Personals, und zwar in die Aufgabe Personaleinsatz. Hierunter wird verstanden, dass die ausgewählte Person oder die Personen, welche im Rahmen der Personalbeschaffung identifiziert worden sind, eben auch in weiterer Folge mit einem Dienstvertrag ausgestattet werden. Das heißt, es müssen Verträge erstellt werden, diese Verträge müssen dann in weiterer Folge unterzeichnet werden von beiden Seiten, einerseits einmal vom Arbeitnehmer und andererseits vom Arbeitgeber, und alle weiteren Schritte wie die Anmeldungen bei den Gebietskörperschaften und so weiter sind hier in diesem Zusammenhang eben auch durchzuführen. Wenn ein Mitarbeiter dann einmal eine Stelle besetzt hat oder die Stelle eingenommen hat, für die er im Rahmen des Personaleinsatzes vorgesehen ist, dann gilt es natürlich auch, den jeweiligen Mitarbeiter, also sprich den Arbeitnehmer, zu entwickeln und zu fördern. Also sprich ihm das notwendige Know-how zu vermitteln, dass er seinen Job und seine Aufgaben bestmöglich erfüllen kann. Und hierbei kann man natürlich auf unterschiedliche Maßnahmen zurückgreifen, seien es E-Learning-Angebote, sei es Learning by Doing oder eine Begleitung durch einen Lernpaten, je nachdem, wie das Unternehmen diese Personalentwicklung halt dementsprechend für sich definiert hat und dann in weiterer Folge ausfüllt. NanoNet bekommt dann dieser Arbeitnehmer auch einen Gehalt oder beziehungsweise einen Lohn, je nachdem ob Arbeiter oder Angestellter. Und hierbei ist es natürlich Aufgabe des Personalmanagements, auch dafür zu sorgen, dass der jeweilige Mitarbeiter, sprich Arbeitnehmer, auch ordentlich, also ordentlich ist jetzt relativ, aber auch für seine Leistung entlohnt wird. Zu den 2 letzten Punkten dann noch kurz. Einerseits gehört es dann auch noch zur Aufgabe des Personalmanagements, die sogenannte Humanisierung des Arbeitsplatzes sicherzustellen. Und hierunter wird vor allem verstanden, dafür zu sorgen, dass sich Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz mit ihrer Tätigkeit wohlfühlen und in weiterer Folge dann auch zufrieden sind. Und dadurch dann, längst möglich für das Unternehmen arbeiten und auch eine sehr gute und zufriedenstellende Arbeitsleistung erbringen. Und hierbei können im Rahmen des Personalmanagements natürlich unterschiedliche Anreize geschaffen werden, die komplett unterschiedlicher Natur sein können. Und hierbei muss man halt
zuerst einmal als Personalabteilung oder als HR natürlich auch wissen, was ist notwendig, dass meine Mitarbeiter, also die Mitarbeiter des Unternehmens, zufrieden sind. Und erst wenn man diese Bedürfnisse kennt, kann man dementsprechend auch dafür sorgen, dass diese dann zufrieden sind. Und Nanonet wird es auch immer wieder einmal vorkommen, dass aus unterschiedlichen Gründen eine Beendigung des Dienstverhältnisses notwendig ist. Das kann einerseits sein, weil der Mitarbeiter selbst kündigt oder weil man vielleicht andererseits einen Mitarbeiter kündigen muss oder man sich eine einvernehmliche oder auf eine einvernehmliche Lösung einigt. Und auch hier ist dann in weiterer Folge das Personalmanagement zuständig, beziehungsweise gehört das zu den Aufgaben des Personalmanagements. Hierzu gehört in weiterer Folge auch noch das Führen eines beispielsweise eines Austrittsgespräches, wo man eruiert, warum der Mitarbeiter oder warum ein Arbeitnehmer das Unternehmen verlassen möchte, um dann in weiterer Folge dementsprechend Maßnahmen setzen zu können, dass das in Zukunft vielleicht nicht mehr passiert und dann eben die Humanisierung der Arbeit des Arbeitsplatzes dann wieder besser vonstatten geht für die Zukunft. Ja, und somit sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen, beziehungsweise Ihre Kommentare, welche wir sehr gerne beantworten.